Hallo meine Lieben, seid herzlich gegrüßt zu einem neuen Teil aus der Reihe Säuren. Heute bereits Teil 12. Bevor wir zum heutigen Thema kommen, Autoprotolyse des Wassers, möchte ich mit euch noch kurz rekapitulieren, was wir in Säuren Teil 11 besprochen haben. Der Säuren Teil 11 bezog sich auf zwei wichtige Bemerkungen betreffs des pH-Wertes. Wir hatten gesagt in den Videos davor, dass der pH-Wert nach Sörensen definiert ist als der negative dekadische Logarithmus der Konzentration der Wasserstoffionen in einer Lösung. So, nun haben wir festgestellt im vorigen Video, dass dies nicht ganz so stimmt, weil erstens ein nacktes Wasserstoffion, nacktes Proton in der Lösung nicht vorhanden ist. Es wird in der Überlegung substituiert durch ein Hydronium-Ion. Und als zweite Bemerkung habe ich euch gesagt, dass die Konzentration ersetzt werden muss durch die Aktivitäten, streng genommen. Wenn die Lösungen allerdings nicht zu sehr konzentriert sind, kann man in guter Ernährung nach wie vor mit der obigen Formel arbeiten. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com